Jo Leute, herzlich willkommen zu einem brandneuen Video. Heute reagieren wir mal auf den auf paar Videos von dem lieben Dr. Joho. Und zwar, ihr seht jetzt hier noch das Fenster mit dem hier. Ja, so, da ist was. Und zwar, warte, ich tue ihm mal schnell deabonnieren. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall bei ihm machen müsst, ist abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Das gleiche auch bei mir. Dann schauen wir mal einer seiner Videos an. Wir schauen jetzt mal in dieses Video hier rein. Wo bin ich denn hier gelandet? Ah! Moin Leute! Auf jeden Fall. So. Erstmal direkt Verbindung getrennt, das war ich. Machen wir es hier. Moin Leute! Hallo und herzlich willkommen zu einem Projekt, wo bei Sonic schon länger am Laufen ist. Kannst du mich einladen? Hi! Ja, erstmal sagen wir. Hi, ja. Also bis jetzt muss ich schon sagen, richtig gut. Spielt ihr auf einem Server? Wenn ja, kann ich mitmachen. Antwort ansehen? Nein. Global. Okay. Schon mal gut. Ich sehe die Videobeschreibung aus. Nicht so voll. Wenn ich hier mal auf meinen, also schau jetzt erstmal an. Meine Folge von mir, aus meiner Sicht halt aufnehmen. Ich, wer die Videos geschaut hat, weiß, was schon passiert ist. Ja. Ja. Ja, hier. Ja, wo bin ich? Fett ist er, der so weg. Lampe. Komm hier drauf, Leute. Ich hab ein Eisen. Ich bin sicher, wo ich bin. Und genau. Ja. Ich bin gerade bei der Weizenfarm, eine Holzfarm, ein Lagerfeuer. Da wo irgendein Alp ist. Da hinten ist die Front, da hinten ist eine Eisenbahn. Da hinten ist der Holzfarm irgendwas. Obwohl ich ja auch schon Holz gekauft habe. Die Mine. Also, oh. Crazy Marshmallow. Soll ich mir dein Haus zeigen? Ja. Mein Inventar ist ganz okay. Ich muss jetzt hier suchen, ne? Gefunden. Das wird bestätigen. Ah! Geh weg, du TNT-Block! Geh weg! Warte. Doch, ey, ich will die Jungs so kaputt machen. So, da steht, also er hat ja gesagt, dass ich ja eine Roomtour machen soll. Diese Roomtour mache ich jetzt mal. Ich sage hier direkt mein Mikro ran. So, ihr könnt übrigens auch hier auf meinen Discord-Server beitreten. Natürlich immer wieder Livestreams oder halt so weiter eben reinmachen. Ihr müsst dann einfach in Video, Projekt und Infos natürlich jetzt da immer wieder dann unten, also da drinnen, den ganzen Link
wie ihr auf den Livestream kommt und ja. Schauen wir mal weiter an. Und übrigens, ich esse gerade währenddessen was. Habe nämlich keinen Abend, habe noch nichts gegessen. Komm auch gerade von der Schule. Seht ihr das? Ihr könnt das jetzt mitnehmen in der Runde. Schau mal, was ihr da habt. Komm doch bitte holen. Ob du für mich nicht Sinn machen sollst. Schreib mal. Cool. Mach mal mehr. Zack, Kommentar ist drin. Und jetzt spielen wir mal zusammen Minecraft. So. Das ist nämlich mein Aufnahmeskin hier. Bestätigen Dimension. Es hat schon sich oft kam richtig viele. Getan. So. Erstmal Pen legen. Die Diamantrüstung. Ja. Ich gehe hier mal erstmal ganz schnell nach oben. So. Dann zeige ich euch mal mein Haus. Also. Hier seht ihr mein Haus. Von vorne. Ja. Hier sind halt so meine Tiere und so weiter. Das ist ein Hände, passt gerade. Emeralds Glowstone hätte ich, könnte ich brauchen sogar. Okay. Hier ist halt so der, das hier. Hier habe ich einen schönen Garten mit einem Pool und so. Jetzt zeige ich ihn euch mal von oben. Zack. So sieht mein Haus von oben auf. Also mein Haus ist vom Grundstück her größer als dessen Haus und dessen Haus. Von hier oben sieht man sogar das Lager. Von dort geht es nach da, von da nach da, von da bauen wir gerade nach da. Also wir haben noch viele Inseln, die noch nicht verrückt sind. Und na dann gehen wir mal ganz schnell wieder runter. Schön in die Richtung. So, dann zeige ich es euch mal von drinnen. So, kommt hier rein. Erstmal hier richtig schön Büsche. Hier kann man zu den Tieren gehen. Mache ich gleich mal, aber Tiere natürlich zu machen. So. Mal alles einsammeln und so weiter. Zack, zack, zack. Das darf jetzt rein, weil es eh wieder abhaut. Ja. Hier ist mein Innenbereich.
Hier tue ich immer die Sachen vergeben, also Essen und so weiter. Von dort oben kann ich dann immer das Essen rein tun und so weiter. Komme dann hier raus, zack. Hier schlafe ich. Hier ist der Ofen. Der ist ferngesteuert, das heißt, ich kann jetzt hier das Essen rein tun und unten kommt raus. Hier sind die Spitzhacken und so weiter. Jeder, der irgendwie hier ist, bekommt ein Item. Hier ist mein Lager. Mein Arbeitsplatz hier in Minecraft. Hier tue ich immer für euch die Videos machen. Hier ist mein Mülleimer. Mülleimer, ich will in den Mülleimer rein. Ja, so. Hier sind leere Kisten, hier sind meine Werkzeuge drin. Hier sind wertvolle Sachen. Hier ist Hofmeister Essen, Baumaterialien, verzauberte Bücher, Rüstung, Farbensachen, leer. Da ist noch Mischmasch. Jetzt muss ich noch alles sortieren. Hier auch noch alles sortieren. Und hier kommt dann automatisch das Eis raus. Und dann kann ich hier zu wertvollen Zeug gehen und die hier rein tun. So. Hier wiederum kommen dann immer die Items her, die nicht mehr benutzt werden. Und was ich mit diesem Raum hier machen soll, das Ding hier werde ich jetzt mal mit euch aushöhlen. Geht hier ganz schnell mit der Spitzhacke hier. Hier, zack, 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 zack. Richtig schön hier mal alles aufbauen. So, dann kann man baue ich hier noch alles wieder weg. Ich frage, habe ich eigentlich noch eine noch einen Diamanten in der wertvollen Kiste? Ich habe sogar drei. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Diamantschaufel. Ja, hier. Zack. Und dann baue ich hier alles wieder ab. Und ihr könnt entscheiden, was hier in diesen Raum rein soll. Soll hier vielleicht ein Pool rein? Wo führt das hier jetzt hin? Ah, das führt hier. Und von dort aus kommt man hier tiefer. Okay. Gibt es hier noch einen Eingang dazu? Nein, okay. Zack. Dann platziere ich hier mal so schnell den Block. So. Ihr könnt wirklich schreiben, was hier rein soll. Vielleicht soll hier ein Pool rein. Oder ein Raum, wo einfach alle Sachen hergestellt werden, die man so braucht. Weil der Raum ist nämlich jetzt ausgehöhlt. Zack. Hier kann ich noch eine Wand sogar weiter rein. So, zack. Und ja, dann baue ich die Treppen hier weg. Und mache hier das hier so. Und tu mit Cobblestone hier mal die Wand verschließen. Hier muss noch abgebaut werden. Zack, 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 zack. Nice. Was ist da nochmal drauf? Glück, okay.
Es ist sehr gut, dass ich hier Kohle finde. Weil mir fehlt, ich habe nicht mehr so viel Kohle. Sagt mir, ich habe genau jetzt 57. So. Hier kann ich ein Tritt sogar weitermachen. Aber erstmal was essen. So, dann baue ich hier mal auf die Schnelle, zack, zack, zack. Habe ich hier gemacht. Und habe hier wieder Materialien. Und ich glaube, da draußen will einer Ärger. Ich helfe mal ein bisschen Dr. Juhu. So. Jetzt fahren sie hier alles nach. Zack. Ich gebe ihn mal 10 Stück zurück oder kann alles brennen? Okay. Ich tue ihn dann hier einfach mal ein X und hier noch mal die Hälfte und so viel da rein. Amboss, also wie läuft es hier oben? Nicht so extrem gut. Da könnt ihr rein theoretisch einfach da rein. So, so zack und zack. Und dann wieder schaffen. Ja. Und es gibt noch eine Sache, die ich euch zeigen will. Und zwar ab heute. Ich muss es hier schnell richtig befestigen. Ab heute. Also, jetzt sind wir. Muss wohl so hinrichten. Könnt ihr, wenn alles jetzt gut läuft und es jetzt so passiert, wie ich es will. So. Könnt ihr jetzt Bildschirmaufnahme? Meine Tastatur sehen. Also wie ich hier gerade so spiele, ist halt ein klitzekleines bisschen verzögert. Ich schiebe die Kamera hier mal ein Stück weiter hier rüber. Dann seht ihr die Tasten und so weiter ein bisschen besser. So, zack. Das schiebe ich ein bisschen kleiner. So. So. Und ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aber warte mal, ich habe noch was. Wenn ich hier mal ganz tief hier runter greife, sehe ich da etwas.
Und zwar das hier. Mach mal hier schnell das Licht aus. Zack. Dann seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Es gibt jetzt die Autogrammkarten. Autogrammkarten mit Hashtag TC. Hashtag TC steht übrigens für Hashtag Team Creeper. Für alle, die es interessiert, ich mache es doch mal heller. Weil das spiegelt zu sehr. Das ist richtig angenehm. Das ist die gelbe Edition. Die gelbe Edition ist top, ist wertvoll. Dann kommen wir zu der zweiten Art von dem. Und zwar, warte, ich mache hier mal schnell das hier größer. Ich ziehe das hier mal recht klein. Zack. Dann seht ihr es jetzt hier größer. So. So. Hier gibt's die Karton Edition. Dieser Karton ist, wie man hier sieht, ist recht dünn. Und jetzt kommen wir zum absoluten wertlos. Also eigentlich nicht so wertlos, aber die gibt es sehr oft. Das ist meine Flasche umgefallen. Halleluja. Und zwar die Karton Edition. Also nicht Karton, sondern die Papier Edition. Jede einzelne ist schon unterschrieben. Jede einzelne. Und jede einzelne ist anders, weil jede einzelne habe ich persönlich geschnitten, geschrieben, gezeichnet, alles. Das heißt, man kann sie nicht faken. Alle anderen Autogrammkarten kann man so nach einer Zeit faken. Weil man hat nur Papier, Licht darunter, abzeichnen, jedes einzelne Detail oder unter dem Computer. Dicke des Papiers abmessen. Fragen in Laden, ob es genau so ein dickes Papier gibt. Und zack, sind die Autogrammkarten wertlos. Und die Unterschrift kann man recht leicht faken. Also, das war es auch von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit der guten alten Camp hier.